Als erstes waren die Planeten da, von Holst, als Idee. Also Weltraum, Space, Makrokosmos. Mikrokosmos hat mich dann irgendwie fasziniert, weil das so ein bisschen das Gegenteil ist. Also die kleine Welt, die innere Welt in uns. Also die Idee, die Planeten von Holst mit einem Video zu verbinden, habe ich schon lange, habe ich schon seit Kindheit. Ja. Und habe gedacht, na, also jetzt, wir haben hier die Möglichkeiten. Ich kenne Matti Frind, der sowas kann. Ich habe mir irgendwie gleich gedacht, dass ich irgendwie was Fotorealistisches haben will, dass ich was haben will, was möglichst nah an der Realität, an den Daten, die wir im Menschen haben, ist, weil ich doch glaube, dass die Planeten an sich, die Welten darauf, Kunst genug für so einen Anlass sind. Es gibt zwei Programme, die in diesem Film zum Einsatz kommen. Das eine heißt Space Engine. Und mit diesem Programm können wir im Prinzip durchs Universum fliegen und jegliche Planeten und Asteroiden und Sonnen und andere Konstellationen besuchen. Die zweite Software heißt Unreal Engine, das ist eigentlich eine Videospielsoftware, die man aber auch für so Virtual Production und jetzt eben auch für Animationsfilme eigentlich benutzen kann. Und mit dieser Software haben wir im Prinzip eine animierte, simulierte Landung auf den Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems. Wenn man so einen Film auch irgendwie zu einem Erlebnis, sage ich mal, machen will, dann braucht man irgendwie die entsprechende Leinwand dahinter. Und Tobias hatte sich gewünscht, dass das Orchester quasi so auf dem Planeten landet. Und dazu brauchten wir also eine große Leinwand, die haben wir gefunden, und einen entsprechenden Beamer, der da irgendwie auch diese Fläche bespielen kann. Den haben wir gefunden, den bringen wir aus Berlin. 80 Kilo, richtig teuer, also wir sind sehr gespannt. Gegensätze sind immer gut, oder wenn sich etwas auf den ersten Blick nicht reimt, sagen wir mal, kann man drüber nachdenken. Warum? Also bei der Venus ist es dieses, sagen wir mal, diese Diskrepanz zwischen Mythologie und dem wahren Planeten. Das ist ja klar. Da gibt es dann auch eine Diskrepanz zwischen der Musik und den Bildern. Synchronisierung war eine große Herausforderung, weil wir ja nicht wissen, wie schnell genau das Stück letztendlich live im Konzert gespielt wird. Und wir werden dann Partitur lesen und so den Film immer wieder zurück auf die Musik bringen, also dass er in jedem Fall synchron zum Film sein wird. Mein Lieblingsplanet, ich würde sagen, es ist der Mars. Macht am meisten Bock. Boah, ich muss sagen, der Uranus ist eigentlich ganz schick inzwischen. Ich glaube fast der Merkur. Jupiter. Jupiter ist mein Lieblingsplanet. Saturn, weil da ein Bass-Solo drin ist. Drei Adjektive: aufgeregt, episch und mächtig. Leicht, fliegend, schnell, elegant. Verzweifelt, alt und tief. Schnell, schön und verrückt. Laut, episch und grandios.
Die Planeten, die zeigen eben den weiten Raum, das Weltall, die Unendlichkeit. Und Ligeti zeigt das Innenleben eines Menschen oder einer Psyche. Agnes Ponizil, die Komponistin, hat das vorhin so als Pilotin des Space Shuttles, was so durch das All fliegt, bezeichnet. Also so die, die das Ganze irgendwie zusammenhält und das kosmische Hintergrundrauschen ein bisschen genau zusammenhält irgendwie. Das ist eine Überraschung. Die Mandoline nicht so, wie man sie erwarten würde, denke ich mal. Als sehr rockiges und ein bisschen aggressives Instrument werden wir sie erleben. Der Anlass für diese Auftragskomposition war das Jahr der Mandoline. Denn 2023 ist Mandoline das Instrument des Jahres. Das ist so ein bisschen was Besonderes. Da wurde viele Jahre für gekämpft, dass endlich dieses bisschen unbekanntere Instrument ein bisschen ins Rampenlicht gesetzt wird. Und jetzt ist es soweit. Mandoline, Auftragskomposition, LJO. Passt. Das LJO ist ein super cooler Rahmen, ein super cooles Orchester. Ich meine, ich kenne das Orchester jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, bin ja auch schon öfter mit dabei gewesen. Und jetzt als Solistin gefühlt komme ich dann nochmal ganz anders zum Orchester und ans Orchester ran. Und es ist total cool, dass auch die Leute da sich so für Mandoline interessieren. Ich freue mich einfach, im Kulturpalast auf dieser krassen Bühne zu stehen, in diesem riesigen Saal, wo man, keine Ahnung, ich komme aus Dresden und man war oft im Kulturpalast und hat da die krassen Leute auf der Bühne sitzen sehen. Und da jetzt als Solistin spielen zu dürfen, ist schon ein absolutes Highlight. Auf den Moment, kurz bevor es losgeht, kurz bevor das Orchester auf die Bühne geht, wenn alle hinten warten und denken, so jetzt können wir dann die Bühne stürmen und der Abend ist unser.